Ja, hallo. Ich zeige dir heute, wie du eine so tolle Herbstkreation, ein Herbstnest kreieren kannst, mit vielen verschiedenen Naturmaterialien, welche du praktisch im Wald suchen kannst. Ich habe hier ein Euphorbia Binosa Holz. Das ist mein Lieblingsholz für alle, die meinen Kanal immer wieder verfolgen. Und da machst du ein einfaches Nest. Wirklich ganz simpel. Schaust auch, dass es kein Loch hat, wie bei einem Vogelnest, weil sonst haben wir das Problem, dass dann die Materialien, welche wir reinlegen, runterfallen. Dann habe ich hier eine schöne Hortensie. Dann habe ich schöne Hagebuttenbeeren, die sind ganz klein. Die stecke ich jetzt mal so rein. Ich habe keine Steckmasse oder sonst irgendetwas verwendet, sondern ich verwende einfach nur das Gerüst, das ich gemacht habe, und stecke dann die verschiedenen Naturmaterialien rein. Jetzt habe ich da die Edelkastanie, die ist sehr stechend. Darum nehme ich die mit dem Messer rein. Dann habe ich da die Laternli. Diesen gebe ich einen Draht, weil sonst fallen sie plötzlich raus. Wollen wir ja nicht. Auch wenn einmal jemand die Kreation anfasst, sollte ja nicht alles gleich auseinanderfallen. Einmal ein kurzer Anblick von oben. Wirklich einfach bis jetzt, denke ich, oder hast du das Gefühl, es ist für dich zu kompliziert? Dann habe ich so getrocknetes Gras. Spiele ich die ganze Kreation. Dann habe ich auch eines von meinen Lieblingsgrünmaterialien. Besonders im Herbst sind sie wunderschön, die Eucalyptus populus Beeren. Ja, dann kommt ein Schwerpunkt rein. Ich nehme hier eine große Schnecke. Möglich wäre zum Beispiel auch, dass ein Herz integriert würde anstelle des Schneckenhauses. Da ist man immer frei, was man reinlegen möchte. Dann nehme ich noch eine Peperoncini. So wenig als Mittelpunkt, auch als Überspielung. Und zum die ganze Kreation ein wenig zusammenzubinden, nehme ich noch Sotillantia. Da könnte man auch eingetrocknete Gräser zum Beispiel nehmen, die man auf den Wiesen findet. Würde sicherlich auch gehen. Dann, was immer auch gut zu finden ist aktuell, sind so Buchennusshüte, die kann man dann auch noch ein wenig reinkleben. Dazu verwende ich Heißleim. Aufpassen, dass du dich nicht den Finger verbrennst. So. Und dann habe ich da noch so spezielle Eichelhüte. Kann ich da auch noch reinkleben. Ui. Wichtig ist, dass es nicht aufgesetzt wirkt, dass man versucht, die ganze Geschichte da ein wenig runter zu drücken. Ui, jetzt habe ich mich ein wenig erwischt mit dem Leim.
Ja, und dann haben wir eigentlich schon eine fertige Kreation. Schnell und einfach kreiert. Was jetzt die Möglichkeit ist, eine solche Kreation kann auch schön auf ein solches Goldrandteller gelegt werden oder auf eine Schiefertafel oder auf ein Teller, das du noch zu Hause hast, das nicht mehr gebraucht wird. Da sind die Grenzen grenzenlos. Ja, versuch selber und ich freue mich über ein Like. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat, wenn du immer wieder bei mir reinschaust, auch auf meiner Facebook-Seite, und wünsche dir einen schönen Tag. Viel Spaß und bis bald wieder.